Jo, Renntime. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit. Heute war nämlich wieder ein Tag. Ja. Heute hat unsere liebe Bundesregierung die digitale Agenda vorgestellt. Wem das nicht sagt, das ist sozusagen der Fahrplan unserer Regierung, was sie denn so mit dem Internet vorhat in nächster Zeit. Ich musste leider arbeiten, das heißt, ja, ich konnte es jetzt nur indirekt verfolgen. Ansonsten hätte ich mich daheim mit einem großen, großen Eimer Popcorn hingesetzt und hätte das live zugeschaut, denn ja, eine bessere Belustigung gibt es üblicherweise nicht als Politiker, die über Internet reden. Aber gut, fangen wir mal vorne an. Es ging halt heute darum, dass auf der Bundespressekonferenz diese digitale Agenda vorgestellt werden sollte. Und ja, die Kollegen von Netzpolitik haben da einen sehr guten Job gemacht, ist auch unten verlinkt. Mal davon abgesehen, dass irgendjemand, ich glaube, es war auch irgendwie so aus deren Dunstkreis, kam da auf einmal ein Bullshit-Bingo für genau diese Pressekonferenz und es hat funktioniert, so viel sei schon mal gesagt. Ja, und wer hat das Ganze vorgestellt? Na, unsere Internetminister, das Dreigestirn. Dann wäre erstmal Alexander Dobrindt von der CDU? Nee, von der CSU steht hier. Wunderbar. Ja, Dobrindt, wem der nichts sagt, das ist derjenige, der zum Beispiel gesagt hat, dass die Grünen keine Partei wären, sondern lediglich der politische Arm von irgendwelchen Krawallmachern, Brandstiftern und Steinewerfern. Auch ist es derjenige, der die Partei Die Linke komplett mal eben von verbieten wollte, weil die ja gegen die Verfassung wäre. Und ja, auch sonst so gegen gleichgeschlechtliche Ehen ist. Gegen Einwanderung in Deutschland, möchte keine EU haben oder fürchtet sich jedenfalls vor Machtverschiebung und ja, die PKW-Maut, sein Steckenpferd. Okay, genug zu Herrn Dobrindt. Unser Sigmar Gabriel von der SPD, der könnte sich sogar ein bisschen mit dem Internet auskennen, zumindest so Kochseiten oder so werden ihm ja gerne schon mal nahegelegt. Ja, zu ihm kann ich gar nicht so viel sagen. Ich meine, er sagt teilweise Sachen, die durchaus Sinn machen. Hat aber das übliche SPD-Problem, nämlich was hinten rauskommt, ist dann häufig ganz was anderes. Also ich weiß nicht, wie bei denen die Konsensfindung abläuft, aber üblicherweise trifft man sich in der Mitte und nicht am anderen Ende und noch darüber hinaus. Ja, und dann haben wir noch meinen Lieblingsfreund. Thomas Dr. die Misere. Er ist derjenige, der seit Jahren damit gerechnet hat, dass er abgehört wird. Allerdings hat er nie mit den Amerikanern gerechnet. Der Minister, der mehr Auslandseinsätze möchte und natürlich nicht zu vergessen sein legendärer Satz. Irgendwelche Hacker mögen immer irgendwas hacken können. Also geballte Kompetenz, die uns hier das Internet verspricht. Und ja, ich drücke jetzt einfach mal auf Play, lass mich überraschen und hab hoffentlich genug Popcorn hier. Gabriel legt direkt im Intro schon mal los. Das Ganze wäre ja eine Einladung und man wolle Handlungsfelder abstecken. Also hört sich für mich nicht so an, als ob man da wirklich etwas umsetzen möchte. Und auch die Ankündigung, dass die digitale Agenda genauso wichtig ist wie die Energiewende und die Bekämpfung des Fachkräftemangels. Ich weiß jetzt nicht, ob mich das sehr zuversichtlich stimmt, denn naja, bei den anderen Themen, ich kann da nicht ganz so viel Fortschritt momentan erkennen. Wenn ich das gerade richtig verstehe, dann möchte Gabriel Industrie 4.0 im mittelständischen Unternehmen fördern. Nun ja, gucken wir erstmal, was Industrie 4.0 ist. Das ist in erster Linie mal, ja, ein Gehirnfurz, nenne ich es mal, unserer Regierung, die die Vernetzung von Produktionsanlagen vorantreiben soll und dadurch, ja, Sachen ressourceneffizienter machen möchte, eher flexibel machen möchte und ja, so Fortschritte erreichen möchte. Das Problem ist, wenn ich Dinge vernetze, dann steigt auch zwangsläufig die Komplexität. Und gerade im Mittelstand oder in kleinen Unternehmen, das ist jetzt schon ein Problem, teilweise kompetentes Personal zu finden. Also sagen wir, ich kenne da einige Unternehmen. Ich weiß nicht, ob ich den Leuten, die da IT machen, zutrauen würde, eine Industrieanlage zu schützen, wenn sie ans Internet angeschlossen ist. Das bedarf dann schon einem gewissen Wissen und das sehe ich bei vielen kleineren Firmen nicht gegeben, weil, naja, wie eben schon gesagt, Fachkräftemangel. Es gibt in Deutschland nur beschränkt viele Leute, die wirklich sich mit Netzwerk, Security und so weiter auskennen. Und naja, wieso sollten die zu irgendeinem kleinen Betrieb gehen, wenn sie auch in der großen Industrie deutlich mehr verdienen können? Das heißt also, im Endeffekt wird hier eine Technik gefördert, die am Ende ein sehr großes Risiko beugt, zumindest in meinen Augen. Und naja, ob das so vorteilhaft für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist, ich wage es ja zu bezweifeln.
Fortschritt ist gut, aber man muss die Gefahren halt im Blick behalten und entsprechend, ja, erstmal die Grundlagen schaffen, um das Ding auf sichere Beine zu stellen. Klar, ein Hochhaus sieht schön aus, aber wenn ich das auf irgendeinen Sandkasten draufstelle, könnte schief gehen. Nächster Punkt, den er anspricht, sind Startups und man wolle denen eine, ja, bessere Chance geben, in den Weltmarkt einzusteigen. Nur schauen wir uns die meisten Startups doch mal an. Woran gehen sie denn zugrunde? An jede Menge Abmahnungen von irgendwelchen Kanzleien, nennen sie sich selber. Ich glaube, die Leute, die in dem Umfeld unterwegs sind, würden die jetzt nicht unbedingt als Vorzeigekollegen bezeichnen. Und ja, da geht's im Prinzip darum, dass auf diesen Unternehmen drauf rumgedroschen wird, weil sie dann irgendwie 7 Tage statt eine Woche schreiben oder solche Späße. Und ja, das ist halt ein großer Punkt. Und der andere große Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, Patente. Denn wenn wir vom Weltmarkt reden und in den USA verkaufen wollen, dann kommen wir langsam in das Problem der Softwarepatente, was ja auch hier in Europa immer noch nicht ganz abgewendet ist, soweit ich das im Kopf habe. Und ja, solange hier Firmen oder ja Trollfirmen irgendwelche Patente auf Mausklicks oder ähnliche Spielereien halten, ist man da immer in der Gefahrenzone, dass man irgendetwas macht, was jemand anders mal gedacht hat, dass man das so eventuell machen könnte. Macht das Sinn? Ne, keine Ahnung. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will, denn naja, das Problem bei den Startups ist eher das Risiko. Es ist quasi nicht möglich, irgendeine Technik weiterzuentwickeln, ohne dass man irgendwo am Ende vor Gericht steht. Und ja, okay. Danke, voll ins Schwarze getroffen. Netzneutralität soll so gestaltet werden, dass es den Kommunikationsunternehmen und Firmen möglichst viele Freiräume lässt. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt, aber es geht eigentlich bei Netzneutralität darum, dass eben keiner gefördert wird, beziehungsweise keiner einen Vorteil dadurch erhält, sondern jeder die gleiche Chance hat. Das, was er gerade beschreibt, dass Firmen ja quasi irgendwie bevorzugt werden, ist ja genau das Gegenteil von Netzneutralität. Das ist das, was wir die ganze Zeit verhindern wollen. Also bitte, nochmal üben. Vor allem, wenn halt die Rede davon ist, dass die Verbraucher ja sich entfalten können dürfen, ja, das ist das typische Prinzip, da ist eine Firma, die macht was und ich bin nur der Kunde. Nein, das ist, so ist das Internet nicht aufgebaut. Im Internet ist jeder nicht nur Kunde, sondern auch Produzent. Ja, das war irgendwann in der Dotcom-Blase mal ein bisschen ins Kippen geraten. Denn ja, da hatte ich im Prinzip nur eine große Firma quasi eine Webseite und das war's. Aber wenn wir mal davor schauen, so Zeiten Usenet-Mailboxen, da kam der Content von den Usern. Und auch heutzutage ist wieder sehr viel Content durch Kommentarsysteme, durch Social Networks, die von den Benutzern generiert werden. Und da hängt der Haken, denn dieser Content wird immer mehr beschränkt oder wurde schon immer. Wenn wir uns anschauen, in Deutschland haben wir seit der Einführung von DSL asynchrone Anschlüsse. Ich meine, ich verstehe den technischen Hintergrund und deswegen das asynchron ist. Aber teilweise sind diese ja Asynchronitäten so übel, dass es quasi nur noch sehr schwer möglich ist, eigenen Content zu machen. Ich meine, ich mache Videos. Wenn ich die hochlade, das dauert. Und das, obwohl die Leitung mehr hergeben würde. Aber die Anbieter sind halt eher darauf fixiert, Sachen zu liefern. Das heißt, mich als Kunden anzusehen und nicht als Produzenten. Und ja. Offensichtlich gibt's dann auch in der Zeit der digitalen Agenda da keine Besserung. Als nächstes folgt dann die Misere. Ja. Sein erster Punkt ist der innovative Start mit dem Konzept digitale Verwaltung 2020. Man will die Verwaltung großteils elektronisch machen, möchte quasi die Schriftform abschaffen und ja, dann kommen wunderbare Sätze, denn dann fängt er an mit meinem Lieblingsthema. Ja, man möchte zukünftig D-Mail flächendeckend und sicher anwenden. Und da dachte ich schon, ja, endlich, D-Mail wird offensichtlich neu gemacht. Leider kam dann der nächste Satz, denn da sagt er dann, D-Mail wäre eine sichere Methode. Ja, ich glaube, da gibt's eine Menge Leute, die das anders sehen, aber okay. Und dann setzt er sogar nochmal nach, E-Mail wäre wie eine Postkarte. Naja, also ich kann auch verschlüsselte Mails schicken. Ich weiß nicht, wie das bei ihm aussieht. Wahrscheinlich nicht. Wobei das da eher nicht an der Technik liegen dürfte. Generell kann man da durchaus was anderes machen. Und ja, erklärt dann weiter, mit D-Mail wäre das Ganze so sicher wie ein Brief. Naja,
Erstmal würde ich behaupten, es ist nicht so sicher wie ein Brief, sondern höchstens so sicher wie eine Warensendung, weil mein Provider, beziehungsweise in dem Fall wäre es ja dann die Post, darf das Ganze zur Überprüfung öffnen, beziehungsweise ist sogar angehalten, es zu öffnen, um zu überprüfen, dass da ja kein Virus drin ist. Oh mein Gott! Ja, und auch sonst, ich meine mich zu entsinnen, dass die Unterschrift vom Provider geleistet wird und nicht von mir selber. Also wenn die Deutsche Post für mich meine Briefe und Verträge unterschreibt, ich weiß nicht, ob ich dem sonderlich vertrauen würde. Und naja, gut, Herr Dobrindt möchte, dass wir alle behördlichen Sachen jetzt von der Post für uns unterschreiben lassen. Das heißt, wir geben nur noch den Brief ab und sagen denen, ja, unterschreib mal, ich heiße im Übrigen sowieso. Da kann mit Sicherheit nichts schief gehen und das ist eine super Agenda und ja. So, nächster Punkt ist dann die digitale Gesellschaft. Ja, okay, ich kenne DigiGuess, aber ich glaube, er meint etwas anderes und ja, der Satz, den er danach dann ablässt. Die Frage wäre, wer wen verändert? Wir die digitale Welt oder die digitale Welt uns? Er hat vorher als digitale Gesellschaft mit digitaler Welt quasi gesprochen. Ist das jetzt quasi eine Drohung gegen alle Internetnutzer, dass das Internet bzw. die digitale Welt, wie er es nennt, nach seinen Wünschen gestaltet werden soll? Ich meine, wir reden hier immer noch von de Maizière. Wir reden denselben Mann, der es bevorzugt, Kriege zu unterstützen, beziehungsweise bewaffnete Konflikte. Krieg darf man ja nicht sagen. Ich weiß nicht, ob seine Vorstellungen von, ja, vernünftig besser sind als die, die im Internet momentan herrschen. Und ja, auch dahinter wird es nicht wirklich besser. Er verweist dann beispielsweise auf den Verein Deutschland sicher im Netz. Wem das nicht sagt, der wurde gegründet nach 2006, nach dem ersten IT-Gipfel der Regierung. Und also bei der Gründung war beispielsweise mit im Geschäft Wolfgang Clement vom Bundeswirtschaftsminister damals. Wir hatten Herrn Stoiber, den kennt der ein oder andere von euch vielleicht durch sein Transrapid-Projekt. Wir hatten Bill Gates, wir hatten SAP-Vorstand. Und ja, ich meine, die Idee, irgendwie Leuten Sicherheit im Internet beizubringen, ist jetzt nicht unbedingt eine schlechte Sache. Die Frage ist dann, warum da Firmen wie Microsoft, wie SAP, mit quasi vorne abgehen, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, die sichersten Systeme zu programmieren. Und ja, im Prinzip die Sicherheitsforscher, die eigentlichen Sicherheitsforscher, von denen habe ich bei diesem Konzept nie jemanden gesehen. Das waren immer irgendwelche Industrieleute. Denen geht es eher nicht darum, den Benutzer sicher zu machen, denen geht es darum, die wollen ihre Produkte verkaufen. Und vor allen Dingen hat das halt so einen diversen faden Beigeschmack, wenn man das dann als gesellschaftliche Debatte verkauft, wenn man mit diesen Leuten diskutiert. Nein, Geschäftsführer sind nicht die Gesellschaft. Die Gesellschaft, die sitzt woanders. Die sitzt nämlich unter diesen Geschäftsführern. Die sitzen in den Firmen, arbeiten für die, haben aber üblicherweise nichts zu sagen. Das heißt, an der Stelle muss man eventuell dann mal woanders hingreifen. Kann man eventuell irgendwelche Sicherheitsforscher von Universitäten gewinnen und mit denen diskutieren? Kann man vielleicht irgendwelche Vereine gewinnen? Ich meine, wir haben die digitale Gesellschaft, wir haben den Chaos Computer Club, wir haben diverse andere. Föbut und, ja, nee, Föbut heißen sie nicht mehr. Digital Courage oder so, ja, genau. Die ganzen Vereine gibt's ja. Mit denen kann man reden. Ja, die haben eine etwas andere Meinung als die Geschäftsführer. Und die mag teilweise auch ein bisschen extrem sein. Aber die Leute werden sich wahrscheinlich nicht zu schade sein, mal auf jeden Fall zu reden. Und dann sollte man eventuell in Betracht ziehen, einen Kompromiss zu finden. Wohlgemerkt, ein Kompromiss, nicht das, was die SPD als sowas bezeichnet. Das heißt, nicht am Ende wieder das von den Firmen einfach so fressen, sondern eventuell die Aussagen mal durchgehen, die gebracht werden, die Kritik durchgehen, die gebracht wird, und sich mal fragen, ob die nicht tatsächlich berechtigt ist. Denn zumindest auf der technischen Seite kann ich sagen, sie ist definitiv berechtigt, weil das, was da technisch abgezogen wird zum Teil, ist, ums sehr deutlich zu sagen, absoluter technischer Schwachsinn. Und das ist ein Prädikat, das kann man sehr vielen IT-Projekten auf Bundesebene geben und ja, ist kein gutes Aushängeschild für Deutschland. Beim nächsten Punkt hat er aber wieder was Wichtiges erkannt, nämlich Vertrauen wäre eine Währung oder eine neue Währung im Internet. Und ja, wenn ich mal so drüber nachdenke, das ist gar keine so schlechte Aussage, denn es geht sehr viel wirklich auf Vertrauen. Wenn jemand zu mir kommt, bei dem ich weiß, um wen es sich dreht, wo ich weiß, auf den kann ich mich verlassen, und der fragt mich, kannst du das und das tun? Kein Problem.
Nur die Sache ist, wenn Vertrauen eine neue Währung im Internet ist, dann hat unsere Regierung ungefähr so viele Schulden wie die Staatsverschuldung. Also das aufzuholen wird schwer. Vor allem, wenn man dann im nächsten Satz quasi schon durch die Blume ankündigt, besser wird's nicht. Denn dann redet er über den effektiven Datenschutz. Wir haben ja in Deutschland eines der schärfsten Datenschutzgesetze und kriegen es trotzdem nicht selber durchgesetzt, aber das steht mal auf einem anderen Blatt Papier. Aber dieses Datenschutzgesetz soll nächstes Jahr abgelöst werden durch eine EU-Verordnung. Und unsere Nachbarn haben großteils wesentlich laschere Gesetze. Das heißt, das Datenschutzniveau in Deutschland wird, wenn das so durchgeht, definitiv sinken. Man könnte jetzt natürlich hoffen, okay, das wird sich hoffentlich ein bisschen verlaufen, aber Herr de Maizière hat bereits Maßnahmen eingeleitet, um diese Verhandlungen zu beschleunigen. Ja, ich bin nicht wirklich begeistert. Bei der Forderung nach IT-Sicherheit legt er dabei sehr großen Wert auf Netzbetreiber und kritische Infrastruktur. Leider lässt er relativ weit offen, was denn kritische Infrastruktur ist. Denn, im Prinzip kann jeder selbst bestimmen, was kritische Infrastruktur ist. Ich meine, wir sind uns alle einig, okay, Stromnetz ist wahrscheinlich eine kritische Infrastruktur. Die Internetprovider, kritische Infrastruktur. Ein AKW, wäre eventuell auch kritische Infrastruktur, allerdings sollte man eventuell keine Feuerlöscher installieren. Nur was ist mit anderen Sachen? Ist Presse eine kritische Infrastruktur? Sind Social Networks, über die sich gegebenenfalls Nachrichten verbreiten können, über die sich Aktionsbündnisse bilden können, sind das kritische Infrastrukturen? Sind Arztpraxen kritische Infrastrukturen, Krankenhäuser? Wie sieht's mit Banken aus? Oder gehen wir einfach mal weiter. Ist der Lebensmittelladen nebenan eine kritische Infrastruktur? Die ersten würden wahrscheinlich sagen, nö, wieso? Ich meine, das ist ein Lebensmittelladen. Ja, klar. Aber wie viel Vorräte habt ihr denn daheim? Wie lange könnt ihr denn, wenn irgendwie ein großer Lebensmitteldistributor ausfällt und, sagen wir mal, die Logistikkette steht, wie lange könnt ihr das durchhalten daheim? Was dann auch schon wieder der nächste Punkt wäre, sind Paketdienste kritische Infrastruktur? Na, offensichtlich schon. Und im Prinzip können wir diese Liste der kritischen Infrastruktur beliebig weit fortsetzen, denn auf was kann man heutzutage wirklich noch verzichten oder möchte man verzichten? Es gibt viel, worauf man vielleicht verzichten kann, aber das auch nur kurzzeitig in den meisten Fällen. Ja, danach geht's dann um Verantwortung im Netz und es ist der übliche Reizsatz gefallen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und man müsse für alles gerade stehen, egal ob online oder offline. Da gebe ich ihm generell recht, nur die Sache ist, wir haben in der Vergangenheit schon häufiger gelernt, dass sich die Ansichten, was Recht und was Unrecht ist, doch relativ dynamisch ändern können. Und gerade wenn man im Internet kommuniziert, sind diese Daten wesentlich länger vorhanden, als wenn man offline kommuniziert. Deswegen sollte entsprechend in der digitalen Welt, wie ihr es ja nennt, auch das Schutzniveau höher sein, beziehungsweise die Anonymität. Weil es ist wesentlich einfacher, in der Zukunft da noch Einträge zu finden, denn das Vergessen, was er angesprochen hat, das ist hier nicht die Lösung. Das Internet mag vielleicht Sachen verdrängen, aber vergessen kann es nicht. Und entsprechend müssen wir da an anderer Seite einen Ansatz finden, um Leute zu schützen, dass sie später für Aktionen, die zum damaligen Zeitpunkt halt noch vollkommen legal und normal waren, plötzlich bestraft werden. Ich rede halt hier nicht nur von den gerichtlichen Verfolgungen, sondern auch von gesellschaftlicher Verfolgung, die natürlich wesentlich schwerer wiegen kann als ein gerichtliches Verfahren. Weiter geht's dann mit Herrn Dobrindt und der hat das Thema, mit dem ich mich am ehesten identifizieren kann, nämlich der Infrastruktur im IT-Bereich. Er spricht davon, dass auf uns ein Datentsunami zurollt. Er rechnet mit ungefähr alle ein bis zwei Jahren eine Verdopplung des nötigen Datendurchsatzes. Ich würde sagen, in den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen abgeschwächt. 2 Jahre verdoppeln halte ich aber durchaus für realistisch. Ich meine, wenn wir 2 Jahre zurückgucken, das kommt ungefähr hin. Ich habe jetzt deutlich mehr Geräte, es gibt deutlich mehr Inhalte, beispielsweise HD. Wenn ich auf YouTube irgendwelche Streams gucke, ist immer mehr HD dabei und so weiter und so fort. Also ich würde schon sagen, dass sich das ungefähr verdoppelt hat. Und dann kommt seine Aussage. Er möchte überall in Deutschland bis 2018 50 Megabit. Hört sich erstmal gut an, aber wir müssen im Hinterkopf behalten, wir reden hier von 2018. Das ist erst in 4 Jahren. Beziehungsweise 3,5 sollte ja, glaube ich, Anfang 2018 sein. Aber gehen wir da mal einfach von 4 Jahren aus, weil
naja, seit wann ist irgendwas pünktlich? Wenn wir das also jetzt mal mit seiner Formel alle 2 Jahre Verdopplung runterrechnen, dann wären wir momentan ungefähr so bei 3 Megabit für jeden Bundesbürger deutschlandweit, überall in Deutschland. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich käme hier mit 3 Megabit nur sehr schwer zurecht. Ich habe jetzt tatsächlich eine 2 Mbit Leitung von der Deutschen Telekom, weil mehr haben die hier nicht ausgebaut und also ich möchte nicht mit der dauerhaft surfen. Das ist momentan hier noch meine Backup-Leitung. Die nutze ich, wenn mal irgendwas anderes ausfällt, was hier als Uplink da ist. Aber puh, das macht keinen Spaß. Und an produktives Arbeiten über die Leitung, da ist nicht dran zu denken. Außerdem redet er ja nur von 50 Mbit. Ja, 50 Mbit ist Schwachsinn. 50 Mbit in welche Richtung? Damit wären wir wieder bei Upload, Download. Das ist schön, wenn ich 50 Megabit Download habe, wenn ich den Upload nicht habe. Weil ich brauche für meine Arbeit den Upload genauso. Nicht nur für meine Videos, die ich ja hier quasi nebenbei mache, auch beruflich muss ich halt irgendwie Server steuern und das funktioniert nicht, wenn der Upload nicht da ist. Klar kann ich dann irgendwie eine Textkonsole bedienen, aber wenn es darum geht, irgendwo mal einen Patch hochzuladen oder einen Programmcode bei mir lokal zu ändern, zu testen auf meinen Maschinen und dann wieder hochzuladen, nee, also der Upload muss da sein. Und wir wollen auch nicht vergessen, wir reden hier von der Zielvorgabe der digitalen Agenda. Ich wiederhole jetzt nochmal den Satz, den er gesagt hat. Überall in Deutschland soll bis 2018 50 Megabit verfügbar sein. Jetzt gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Und zwar an den Anfang des Jahres 2009. Da hat sich eine gewisse Angela Merkel hingestellt und hat die damalige digitale Roadmap vorgelesen. Unter anderem stand da drin, bis 2011 sollen alle Haushalte in Deutschland Zugang zu einem Breitbandanschluss haben. So, guckt euch mal um. Haben alle Deutschen Zugang zu einem Breitbandanschluss? Also ich kenne Gegenden, da ist es noch nicht mal wirklich möglich, einen Festnetzanschluss zu bekommen. Da kann man aufs Dach klettern, um Mobilfunkanschluss zu bekommen. Die sind abgeschnitten. Und das wohlgemerkt im Jahr 2014, also 3 Jahre nachdem jeder Deutsche Breitband haben soll. Außerdem hat sie damals angekündigt, dass bis 2014 3/4 der Breitbandanschlüsse auf superschnelle Geschwindigkeit gebracht werden sollen. Nun ja, es war damals nicht definiert, was superschnelle Geschwindigkeit ist, aber superschnelle Geschwindigkeit bezeichne ich jetzt dann doch mal als Glasfaser oder ähnliches. Alles andere ist keine superschnelle Geschwindigkeit. Und ich meine, gucken wir mal einfach an ein paar Meter weiter. In Schweden, da ist es in den Städten durchaus üblich, 250 Megabit oder ähnliches zu haben. Nicht 50 Megabit in 4 Jahren. Also, wie man sieht, gibt es da durchaus Regionen, die Breitband ein bisschen anders definieren als das, was wir hier haben. Vor allen Dingen, wie gesagt, bei den 50 Mbit, wenn wir die jetzt runterrechnen auf die jetzige Zeit, sind wir bei irgendwas von 3 Mbit. Und mit 3 Mbit würdet ihr jetzt hier dieses Video, was ich gerade mache, vielleicht gerade so in HD gucken können. Gut, hier ist wahrscheinlich eher, weil ich nicht wirklich viel Video drin habe. Aber nee, sorry, das ist keine Roadmap, das ist ein Armutszeugnis. Ich meine, klar, wir reden hier davon, dass es überall verfügbar sein soll. Das heißt, es wird entsprechend in den Ballungszentren schneller werden. Nur löst das unser Problem? Nicht wirklich. Wir haben immer noch die Sache, dass alles, was auf dem Land ist, quasi von der Infrastruktur ja abgekoppelt ist. Und wir reden hier halt von einer Infrastruktur, die für Firmen auf jeden Fall wichtig ist. Und Privatleute werden es auch als wichtig erachten. Vor allen Dingen, weil halt immer mehr in die ja sogenannte Cloud wandert. Das ist noch ein eigenes Thema. Ich hatte ja schon was dazu gemacht. Aber, weder ist die Aussage glaubwürdig, noch würde die Aussage irgendwie das Problem beseitigen. Von daher, ja, viel geredet, wenig gesagt. Außerdem redet er halt davon, dass Frequenzen, die durch die Umstellung des Fernsehens quasi frei geworden sind, für den Breitbandausbau verwendet werden sollen. Und das ist ebenfalls keine Lösung. Ja, okay, schön, wir können irgendwie darüber LTE oder sowas fahren, aber hat von euch wirklich mal einer LTE genutzt? Sobald da 2 Mann online sind, hat sich das relativ schnell erledigt mit der schnellen Geschwindigkeit, denn dann kommt es irgendwann zu Kollisionen. Selbst auf dem Land wohnen in so einer Ortschaft ein paar tausend Mann. Das funktioniert nicht mit Frequenzen. Klar, dann hat man einen x-tausend Megabit-Anschluss, aber das bringt nichts, wenn die Leistung nie da ist, wenn man sie braucht. Die wird vielleicht nachts um 4 da sein, wenn alle anderen Nachbarn schlafen, aber die meisten Leute wollen ungefähr zur gleichen Zeit irgendwie machen, weil sie abends ihre Videos streamen wollen von ihren Videostream-Portalen. Und ich rede im Übrigen von legalen, nur um das mal gerade klarzustellen.
Oder halt mittags bzw. am Vormittag, wenn die ganzen Sekretärinnen in den Firmen ihre E-Mails und Angebote hin und her schicken. Da muss die Leistung da sein. Und zwar dauerhaft. Und da hilft keine Funkfrequenz. Da muss ein vernünftiges Backbone-Netz hin mit irgendwelchen Glasfasern oder ähnlichen. Das sind im Übrigen ja nur die technischen Trends gewesen, die ich jetzt mache. Von der Tatsache, dass man irgendwie nach 10 Sekunden Traffic dann ohnehin auf Steinzeit gedrosselt wird, da will ich mich gar nicht drüber auslassen. Auch erwähnt er zum Beispiel, dass die weißen Flecken ja als erstes erschlossen werden sollen. Und ja, im Prinzip, das Geld muss erstmal dahin fließen, wo kein Internet ist. Ja, dasselbe Argument gab es schon bei der Vergabe der LTE-Frequenzen. LTE muss auf dem Land ausgebaut werden, bevor es in die Städte kommt. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe hier kein LTE und in der Stadt nebenan habe ich's. Also irgendwo ist da was schiefgelaufen und ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das auch beim Neuen nicht wirklich besser laufen wird. Danach kommt dann wieder was Schönes. Ja, er möchte nämlich Daten, Geodaten zusammen mit den Universitäten rausfinden, ob man die irgendwie besser nutzen kann. Na, ich habe da eine kleine Idee für dich. Gebt sie frei. Wenn mehr Leute drankommen, dann kommen auch mehr Leute auf Ideen, was man damit machen könnte. Und dann wird auch definitiv irgendwo was Brauchbares bei rumkommen. Universitäten ist ja ein guter Ansatz. Aber nicht nur bei den Unis sitzen Leute, die wissen, wie man mit Daten umgeht. Die sitzen auch zum Teil in der Wirtschaft oder im Hobbykeller. Die sollte man eventuell nicht aussperren. Aber okay, gehen wir mal in Richtung Fragerunde. Wir haben hier einen Kollegen von dem Deutschlandfunk, der die ja quasi mitten ins Mark trifft. Auf den ganzen Seiten kommt nirgendwo das Wort Überwachung vor. Na gut, wieso sollte es auch? Ich meine, wir überwachen selber, wir machen noch nicht unsere eigene Überwachung kaputt. Aber gut, warten wir auf die Antwort. Und die fällt genauso aus, wie es ja quasi zu erwarten war, nämlich viel reden, wenig sagen. Ja, es wäre nicht Teil der digitalen Agenda. In der digitalen Agenda ginge es ja nur um Datenschutz. Also Daten sind in meinen Augen nicht geschützt, wenn sie ausspioniert werden. Und merke ich jetzt erst beim zweiten Durchhören, er sagte, man wolle auf jeden Fall die Unternehmen schützen und dafür sorgen, dass ihre Daten sicher sind. Hallo, hier sind noch so ein paar kleine Bürger. Wir würden gern auch ein bisschen was von diesem Datenschutz haben. Das schmeckt bestimmt gut. Und auch finde ich halt die Antwort auf die Frage, wie denn das Hausaufgabenheft zu bewerten war, wäre, woraufhin Gabriel wortwörtlich sagt, ein Hausaufgabenheft wäre ein Heft, wo Aufgaben drinstehen und ja, ihr wisst nicht, was die Frage soll. Was dann auch relativ gut wieder zum Vorschein bringt, Hausaufgabenhefte hatten sehr viele Leute. Geht mal bei eurem Bekanntenkreis durch, wie viele Leute die Aufgaben wirklich regelmäßig erledigt haben. Und ja, de Maizière möchte dann die Sicherheit der Unternehmen an BKA und Verfassungsschutz weitergeben. Wir erinnern uns, BKA sind diejenigen, die erst kürzlich den sogenannten Bundestrojaner ja, quasi akquiriert haben und den gegen Deutsche eingesetzt haben. Also offensichtlich ist deren ihr Aufgabengebiet, kollidiert das irgendwie ein bisschen. Einerseits sollen sie Deutsche ausspionieren, andererseits sollen sie Deutsche schützen. Wie passt das zusammen? Und ja, Verfassungsschutz, die haben sich zwar jetzt, wenn ich richtig im Kopf habe, noch nicht wirklich viel im IT-Bereich geleistet an Fehltritten, aber dafür entsprechend größerer in anderen Bereichen. Und noch eine interessante Frage. Hier wird vorgebracht, vom TÜV gäbe es eine Zahl irgendwas zwischen 20 und 95 Milliarden, die für den Netzausbau nötig wären. Wie viel denn die Bundesregierung da an Geld tatsächlich zur Verfügung stellen könnte? Und ja, die Antwort war, er könne halt da seine ebenso hohe Genauigkeit wie diese Riesenspanne auf den Tisch legen könnte und danach sagt er dann, ja, das ist aber eine Versteigerung, also kann ich keinen Preis nennen. Also, ja, offensichtlich kann er es nicht. Und kompetenzvollsten Sigmar Gabriel, ja. Er hätte mit einem Provider, mit Magenta, geredet und die könnten diverse Prozentzahlen aus eigener Kraft erreichen, was ja schon mal eine ziemlich schwammige Aussage ist. Prozentzahl von Einwohnern, dann meinen sie die Großstädte oder Prozentzahl von der Fläche, weil das glaube ich nämlich eher nicht. Und danach bekommen wir gratis von Herrn Gabriel eine kleine Techniklehrstunde, nämlich zum Thema Vectoring. Das heißt, dass auf der letzten Meile nur Glasfaser benutzt wird und nicht eine komplette Glasfaserverkabelung nötig ist. Ja. Dann gab es noch eine Frage von der New York Times, also einem ausländischer
eine ausländische Reporterin. Und zwar im Prinzip überall, wo man hinkommt, gäbe es ja offenes WLAN, nur in Deutschland nicht. Und ja, die Antwort kam, wie es kommen musste. Man arbeitet ja daran, die Störerhaftung für Hotels und Flughäfen und so weiter zu minimieren. Sache ist nur, also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber jo, also hier sind relativ wenig Hotels und die eine Gaststätte oder zwei, die da pro Quadratkilometer sind, die dürften nicht ganz die Abdeckung erreichen. Das heißt, ja, ich bleibe dabei der guten alten Forderung, die auch zum Beispiel von Freifunk unterstützt wird, dass hier nicht nur die Gaststättenbetreiber ausgenommen werden, sondern man auch privat entsprechend als Provider auftreten darf in Zukunft und entsprechend ein WLAN anbieten darf. Vor allen Dingen auch bei dem Hintergrund, dass er wieder angefangen hat, festzustellen, dass man ja nicht einfach nur Internet haben kann, sondern man müsse das Internet ja auch sicherer machen. In dem Sinne ist davon auszugehen, dass da noch die Forderung kommen wird, dass beispielsweise ja, man sich mit einem Personalausweis oder ähnlichem ausweisen muss, bevor man das WLAN nutzt. Was bei einem Hotel vielleicht funktionieren mag, wenn wir aber von großflächigen WLAN-Installationen reden. Das heißt beispielsweise, wenn man irgendwelche öffentlichen Plätze oder sowas nutzt oder Flughäfen, da wäre das schon deutlich schwerer. Und ja, mir fallen jede Menge Sachen dazu ein, wie man das in den Sand setzen kann. Und ich glaube, ich habe schon deutlich gemacht, die Bundesregierung hat da einen ziemlich guten Track-Record, solche Sachen in den Sand zu setzen. Von daher, naja. Bisschen später kam dann noch eine Aussage, und zwar zu den Rundfunkfrequenzen, die jetzt für das Breitband mit reingeworfen werden sollen. Und zwar wurde da die Aussage getroffen, dass 2/3 dieser Frequenzen ja für Sicherheitsbehörden zugeteilt worden wären. Das hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm, macht aber jetzt dann doch irgendwie ein bisschen Sinn, weil durch die Umstellung auf Tetra ist natürlich ein enormer Bandbreitenbedarf da, um beispielsweise Polizeifunk, Feuerwehrfunk, Rettungsdienste anzubinden. Die sind momentan großteils noch im analogen Band zu Hause und sollen jetzt halt auf digital umgestellt werden. Auch wieder ein schönes Projekt, welches so einige Fallen hat. Ist natürlich ein größerer Anteil, der dann plötzlich an Investitionsmitteln da wegfällt. Denn die alten Rettungsdienstfrequenzen, die sind ziemlich weit unten im Band. Das heißt, die kann man nicht wirklich benutzen, um groß Daten drüber zu schaufeln. Da passt nicht viel. Dies ist also im Prinzip Verlust erstmal auf der Ebene. Was mir dann auch noch aufgefallen ist, es gab extrem viel Bashing gegen Google, so nach dem Motto, ja, die verkaufen ja eure Daten, und wir müssen das hier europäisch oder deutsch halten, und ich weiß nicht, ob die Minister das nicht wissen oder ob sie es absichtlich übersehen, aber einer der größten Datenhändler in Deutschland ist beispielsweise die Deutsche Post. Die ist jetzt nicht in Amerika ansässig und ja, da wird sich entsprechend nichts dran ändern. Inzwischen sind auch ein paar Kommentare von anderen rausgekommen. Fefe weist beispielsweise nochmal darauf hin, ja, BSI und BKA und Verfassungsschutz, dass die ja das Geld kriegen. Und ja, erklärt dann auch direkt, warum Zoll und Bundesnachrichtendienst kein Geld bekommen, um die IT zu schützen, weil die unterstehen dem Kanzleramt bzw. dem Finanzministerium. Und ja, der komplette Entwurf kommt aus dem Innenministerium. Die anderen sind dem Innenministerium unterstellt. Das Geld soll wohl offenbar da untereinander bleiben. Was er auch hat, was offenbar im Dokument drin steht, aber in der Pressekonferenz nicht verhandelt wurde oder behandelt wurde. Firmen müssen Hackerangriffe melden. Das war mir auch noch klar. Allerdings gibt es da wohl jetzt die Einschränkung, nämlich nur den Behörden muss das Ganze gemeldet werden und sie können es anonym tun. Das heißt also im Prinzip, als Anwender habe ich dann überhaupt nichts davon, weil ich kriege nicht mit, dass sie gehackt wurden. Und ja, selbst wenn ich was mitkriegen würde, wüsste ich nicht, wer jetzt gehackt wurde und ob ich da betroffen bin. Das würde ich sagen, ist so wunderbar, so weit verweichlicht, dass es keinen Sinn mehr macht, weil der Hintergrund war ja, wie auch hier richtig im Text dann drin steht, dass quasi die Firmen genötigt werden sollen, in IT-Sicherheit zu investieren. Denn, naja, wenn plötzlich rauskommt, die Firma wurde gehackt, dann sinkt ihr Ruf, eventuell wandern Kunden ab. Und das ist dann eventuell ein Argument, warum man da Geld ausgeben sollte. An anderer Stelle, in den Zeitungen, die sich jetzt nicht so IT-lastig beschäftigen, da ist halt hauptsächlich die Rede davon, dass, ja, wie ich eben schon gesagt habe, sehr viel geredet, nichts gesagt. Ne?
Wir haben 36 Seiten als Hausaufgabenheft. Das heißt, da ist nichts drin, was irgendwie wirklich konkret geplant ist. Das sind alles nur Sachen, ja, das könnte man eventuell so machen. Alles in allem würde ich sagen, ja, da steht im Prinzip nichts drin. Ich habe auch nichts erwartet. Und das, was da geredet wurde, das zeigt lediglich, dass die Leute sich immer noch nicht mit dem Neuland auskennen. Das zeigt, dass die Ideen, die sie haben, auf Dauer immer noch schädlich sind für uns, weil, ja, ich meine, ich verstehe zwar das Argument, okay, ich möchte nicht, dass irgendwo wir das Signal geben, dass man überall jetzt anonym im Internet per WLAN sein kann und da terroristische Attacken planen kann. Ja, okay, schön, aber was hat das damit zu tun, dass dieses WLAN existiert? Diese Anonymität ist nun mal nötig, dass wir unsere Meinung frei äußern können. Das ist im echten Leben ohne Anonymität nun mal leider nicht möglich. Das mag in der perfekten Welt so sein, aber da sind wir hier nicht. Wenn ich mich hier hinstelle und mache hier diese Aufnahme, dann weiß ich auch, dass ich dafür im Prinzip bluten muss an irgendeiner Stelle. Ich kann zum Beispiel relativ sicher sagen, dass ich nie irgendwo bei der CSU in der IT arbeiten werde. Gut, würde ich auch nicht wollen, aber ja, spätestens jetzt bin ich da draußen. Und Anonymität hilft halt, so etwas zu verhindern. Denn, ja, was hier bei uns jetzt ist, vielleicht die Tatsache ist, dass man keinen Job bekommt, das ist eventuell in ein paar Jahren ja so, dass die Todesstrafe dann plötzlich droht. Weil, wie gesagt, das, was legal ist und das, was illegal ist, das ist in einem stetigen Fluss. Das ändert sich öfter mal und, also im Prinzip, mir wäre es lieber, wenn diese Leute sich darauf konzentrieren würden, wirkliche Gefahren abzuwehren, anstatt welche zu konstruieren und ja, sich aus Dingen raushalten, von denen sie keine Ahnung haben. Denn spätestens mit der Aussage, dass man auf sicheres D-Mail umsteigen möchte, tut mir leid, ich habe keinen Experten gesehen, der sagt, dass D-Mail sicher ist. D-Mail hat implizit Schwachstellen. Wir mussten Gesetze ändern, dass D-Mail überhaupt als sicher anerkannt wird, weil selbst die deutschen Gesetze, das sind wohlgemerkt die von den Leuten, die nicht ganz so viel Ahnung von IT haben, die haben selbst damals schon gesagt, das muss eine vernünftige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sein, wo man zwischendrin nicht mitlesen kann. Und die musste man erstmal abschaffen, überhaupt E-Mail machen zu können, weil, oh Wunder, ich möchte plötzlich in der Mitte mitlesen. Ja, also digitale Agenda, das ist ein schönes Papier, also wenn irgendwie wer Klopapier braucht, macht sich bestimmt gut, weil für was anderes ist es, denke ich, nicht zu gebrauchen. Da ist inhaltlich nichts drin. Das sind lediglich irgendwelche Forderungen und selbst das, was sie fordern, das ist lachhaft. Wenn wir von 50 Megabit in 4 Jahren reden, hallo? Ich glaube nicht, dass das irgendwem noch groß hilft, also vor allen Dingen, weil, wie gesagt, da sind auch Techniken drin wie LTE und solche Späße und das ist kein Internet, Leute. Das ist ein Witz. Klar kriegt man darüber mal die Bandbreite eventuell, aber wie eben schon erklärt, das ist Shared Medium, da gibt es Traffic Limits. Das hilft keinem wirklich weiter. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Na gut, genug gerentet. Machen wir mal lieber was Sinnvolles und mein Popcorn ist eh leer.